Guten Abend, liebe Zuschauer. Nach Audi hat sich heute auch der Autobauer BMW mit seinen Mitarbeitern auf Einsparmaßnahmen geeinigt. Anders als beim Konkurrenten aus Ingolstadt wird es beim Münchner Unternehmen keinen weitreichenden Stellenabbau geben, zumindest bei der Stammbelegschaft. Bei den Zeitarbeitskräften und in der Verwaltung aber wird der Rotstift angesetzt. Das ist schon bekannt. Insgesamt sollen in den nächsten beiden Jahren 12 Milliarden Euro eingespart werden. Doch es geht ans Geld der Stammmitarbeiter. Ihre Erfolgsprämien werden nämlich um gut 16% gesenkt. Bislang erhielt ein Bandmitarbeiter im Schnitt 9.100 Euro Prämie pro Jahr. Künftig werden es nur noch 7.600 Euro sein. Das Weihnachtsgeld wird teilweise gekürzt, da es künftig an der 35-Stunden-Woche bemessen wird, egal ob jemand länger arbeitet. Die betriebliche Altersvorsorge wird auf nur 1.200 Euro pro Jahr gedeckelt und in Zukunft abhängig von der Dividende gezahlt. Sollte die Dividende, die ja die Gewinnbeteiligung der Aktionäre ist, sinken oder gar ausfallen, weil BMW Probleme hat, würden dies die Mitarbeiter unmittelbar in ihrem Ruhestandstopf spüren. Ein heikler Punkt, denn bereits 2018 war der Gewinn von BMW um mehr als 1 Milliarde Euro zurückgegangen. Auch dieses Jahr wird es, so viel steht schon fest, einen Gewinnrückgang geben, wenn auch in bislang unbekannter Höhe. Beim Vorstand aber ist von Verzicht keinerlei Rede. Ihm werfen Investoren Trägheit vor, vor allem bei der Elektromobilität. Heute aber wurde das Sparprogramm positiv aufgenommen. Die BMW-Aktie gewann gut 1%, zeigte sich stärker als der DAX, der rund 0,4% zulegte, auf 13.287 Punkte. Ob Autohersteller oder Zulieferer, sie alle sind mit denselben Problemen konfrontiert. Zuallererst mit der Tatsache, dass der Wandel hin zum E-Auto nun politisch erwünscht ist, jedoch keiner weiß, ob die Fahrzeuge von den Kunden dann auch gekauft werden. Hinzu kommen die strengen Abgasvorschriften, die die Politik als Antwort auf den Dieselbetrug erlassen hat. Seither hat das zuvor glänzende Verhältnis der Autoindustrie zur Politik Risse bekommen, die bislang nicht wieder gekittet wurden. Diese Aufgabe kommt nun einer Frau zu. Nach monatelanger Suche wird Hildegard Müller Chefin des Autolobbyverbandes VDA. Müller ist politisch gut verdrahtet. Sie war Staatsministerin unter Kanzlerin Merkel, leitete 8 Jahre lang den Verband der Energiewirtschaft BDEW, war danach in der Wirtschaft als Vorständin des Energieunternehmens RWE Innogy. Wie Wandel geht, weiß sie von der Energiewende, die sie aktiv mitgestaltet hat. Frau Müller muss gelingen, was Automann Mattes, ihrem Vorgänger beim VDA, misslang. Sie muss den Faden zur Politik wieder aufnehmen, moderieren, erklären, nach gemeinsamen Lösungen suchen. Innerhalb des VDA, in dem alle wichtigen Hersteller und Zulieferer vertreten sind, geht es darum, Antworten zu finden. Wie soll der Antrieb der Zukunft aussehen? Welche Rolle sollen dabei noch Verbrennungsmotoren spielen? Es gilt, den Wandel zu meistern, der schon jetzt Jobs vernichtet, Unfrieden unter den Belegschaften schürt. Hildegard Müller fehlt die Autoerfahrung, doch sie könnte dennoch genau die richtige Frau sein zur richtigen Zeit in einer männerdominierten Branche. In einem ganz schönen Amt.